ist hier auch nicht wirklich ersichtlich, dass hier ein Abgeordnetenbüro ist. Das ist tatsächlich ein Abgeordnetenbüro. Schwierig, sich davon ein Bild zu machen, weil man hier nicht reinkommt. Also wir sind hier in der Allee der Kosmonauten und hier in der 32C soll ein Bürgerbüro von 4 AfD-Abgeordneten sein und wir wollen uns jetzt mal auf die Suche machen, ob wir das denn auch finden. Also laut Richtlinien des Abgeordnetenhauses müssen die Abgeordneten in dem Gebäude, in dem sich die Büros befinden, auch Hinweise anbringen, dass sie hier siedeln, damit das natürlich auch jemand finden kann. Haben wir eine Psychotherapie? Ein Rechtsanwaltbüro? Nee, aber von Abgeordnetenbüros sehe ich jetzt hier erstmal nichts. Okay, alles klar. Danke. Genau, also wir sind jetzt ganz oben angekommen in dem Gebäude. Wir gucken jetzt einfach mal hier in den Gang, ob wir was finden. Ist eine Tür offen. Leider leer. Wir sind hier einmal durchs komplette Haus gelaufen auf der Suche nach den 4 Abgeordnetenbüros. Wir haben keine Spur gefunden. Wir haben auch die Leute gefragt hier, die wissen auch nichts von diesen Büros. Und ja, es stellt sich schon die Frage, also wenn jetzt hier ein Bürger seinen Abgeordneten finden möchte, dann wird er es schwer haben, denke ich. Dann gibt es andere Fälle von Wahlkreisbüros, die überhaupt nicht ihre Adresse und ihre Lage öffentlich machen. Wenn man bei den Abgeordneten nachfragt, möchten die das auch nicht mitteilen. Teilweise ohne Begründung, teilweise mit der Begründung, dass sie ja nicht so leicht auffindbar sein möchten, damit man keine Anschläge gegen diese Büros verüben kann. Dann gibt es noch eher amüsante Beispiele. Der Abgeordnete Christian Hausmann von der CDU hat sein Abgeordnetenbüro hier im Gasthof zum Alten Krug. Ist aber klar gekennzeichnet als ein Abgeordnetenbüro. Wir gehen ihn jetzt einfach mal besuchen. Guten Tag, wir sind von der Berliner Morgenpost. Und wir schauen uns Abgeordnetenbüros an. Hallo. Da hätten Sie sich aber mal anmelden sollen, das wäre viel besser gewesen. Ja, nee, es geht ja auch darum, irgendwie einfach mal zu gucken, weil Sie sind ja ein offenes Büro, da können Bürger kommen, wenn sie wollen. Genau, und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, wir waren ja drin jetzt. Das ist tatsächlich ein Abgeordnetenbüro oben im Dachgeschoss. Und da saß auch eine nette Mitarbeiterin von Herrn Hausmann. Die hat uns allerdings nicht erlaubt, das Büro zu filmen, aber ja, also da gibt es definitiv Räumlichkeiten, wo der Bürger rein kann. Es riecht ein bisschen nach Frittierfett, aber sonst glaube ich alles in Ordnung. Es gibt verschiedene Preise, es gibt verschiedene Befindlichkeiten. Wir kriegen keine Vermietungen hin, die sich an die Legislaturperiode koppeln, sondern alle wollen eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren. Das ist für einen Abgeordneten ein Riesenproblem. Und dadurch haben wir so eine große Unterschiedlichkeit von Büros. Um aber einen Minimalkonsens, einen politischen Minimalkonsens abzubilden, steht ja im Gesetz eine Bezugnahme auf die Richtlinien des Abgeordnetenhauspräsidenten, der praktisch Richtlinien zur Gesetzeskraft erklärt, um ein Minimum an Bürgernähe auch zu erzwingen.
Bei unserer Recherche sind wir auch zum Wahlkreisbüro von Sebastian Schaja, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, gefahren. Das teilt er sich mit seinem Fraktionskollegen Thomas Seerich. Was wir da vorgefunden haben, ist eine Baustelle. Also in dem Büro, das wird gerade kernsaniert. Da türmen sich Zementsäcke. Und es ist definitiv nicht als Wahlkreisbüro in Betrieb. Wir haben Herrn Schaja dann angefragt. Und er hat in einer ersten Mail behauptet, dass er gar keine Pauschale bekommt. Als wir ihn dann konfrontiert haben mit der Aussage des Abgeordnetenhauses, dass Herr Chaya sehr wohl seit mehreren Monaten seine Kostenpauschale bezieht für den Betrieb des Wahlkreisbüros, hat Herr Chaya dann zurückgerudert und hat gesagt, er würde die Pauschale zurückstellen und selbstverständlich zurückzahlen, falls das Abgeordnetenbüro nicht in Betrieb genommen wird.